You need to know that I'm a So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind zurück hier im wunderschönen Sommer und heute fahren wir das Finalrennen der Dirt-Veranstaltung, nämlich The Gauntlet steht heute an. Und dafür habe ich mir ein neues Auto geholt. Ich habe ja gesagt, wir wollen diesmal kein fertiges Rallye-Car haben, sondern wollen uns selbst ins Aufbauen. Und ich hatte einfach ultras Bock auf den Hatchback Subaru. Ich hätte natürlich mehr Bock gehabt auf den Blob-Eye, also der mit den großen Scheinwerfern. Problem ist, ja, den muss mal jemand im Auktionshaus verkaufen, weil den kriegt man nur über Scheunenfund. Ich meine nur über Respin und ja, übers Auktionshaus. Und deswegen da bin ich noch am Suchen, den zu haben. Wenn wir den haben, wird er auch ein Video mitkommen, weil ich finde den Blobber ja immer noch mit einem der geilsten. Und aber ich finde auch den Hatchback geil, weil wir haben bei uns in der Gegend welche, die das Ding fahren. Bei uns haben da einige den Hatchback auch. Wie heißen sie gerade nochmal? House of Boost auf Instagram. Gerne verfolgen. Einfach mal schauen, weil die bauen total bekloppte Subarus hier bei uns in der Gegend, die Jungs. Und die haben auch eben Hatchback, aber auch komplett bescheuert umgebaut. Also das Ding ist wirklich richtig geisteskrank. Und ja, wir werden heute dasselbe tun. Also im Sinne von, ich werde das Ding natürlich offroadfähig bauen, weil wir wollen damit die Dirt-Meisterschaft gewinnen. Und danach noch bei Querfeld 1 weitermachen. Ist zumindest soweit der Plan. Dementsprechend schauen wir doch mal, was wir hier so Schönes anstellen können. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir machen können. Wir können den Motor wechseln. Werden wir sicher nicht machen. Wir können 4 Liter Boxer theoretisch reinbauen. Wir können sich fragen, ja, 4 Liter, 6 in der Boxer gibt es doch bei Subaru gar nicht. Ja? Genau, das ist nämlich ein Porsche-Motor, den wir dann vorne reinbauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionstechnisch funktioniert, aber irgendwie kriege ich den da vorne anscheinend rein. Wir bleiben natürlich auf Allradantrieb, das ist natürlich klar. So, jetzt teiltechnisch machen wir das mit Sicherheit nicht. Das mit Sicherheit auch nicht. Ich hätte so gerne so einen großen WRC-Flügel gehabt, aber haben wir leider nicht. Aber wir haben Mudflaps. Das ist schon ein bisschen teils, was es rettet. Zusatzleuchten und das Ding machen wir drauf, weil ich will das Ding jetzt im Rallye-Car aufmachen. Wenn ich jetzt schon keinen großen Flügel habe, muss ich irgendwie anders damit ausdrücken. Ja, ich fahre ein Rallye-Fahrzeug. Ja, ihr sollt das sehen. Das muss ich ja irgendwie ausdrücken können. So, dann brauchen wir Offroad-Reifen. Die können ruhig auch breit wie Sau sein. Die originalen Subaru-Felgen sind sogar geil, weil es müssten, glaube ich, BBS sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Die sind also ganz sexy eigentlich, die können wir sogar mal drauf lassen. Diesmal, das ist okay. Spurvorbereitung gibt es leider bei dem keine, was noch sehr schön wäre, weil wenn wir mal sehen. Ja, die könnt ihr vielleicht minimal gebrauchen, weil es so eher wie ein Achsschaden aussieht, aber naja. So, Getriebe machen wir. Ich weiß auch nicht, auf welche Klasse ich gehe. Ich habe eigentlich Bock auf S1. Nur ich weiß nicht, ob er dann nicht mit Stand zu überzüchtet ist. Das könnte nämlich das Problem sein, was ich jetzt gleich anstellen werde, dass die Karre gleich vollkommen bekloppt ist. Aber wir werden es einfach mal ausprobieren. Wir werden ihn jetzt einfach mal schön aufbauen, weil wir bauen hier an sich eigentlich ein Rallye-Car. Und Rallye-Car ist ja schon, ja, gut Endstufe. Also da ist schon, also sagen wir mal, motortechnisch sind die meisten Subarus, die im Rallye-Sport eingesetzt worden sind, Serie gewesen. Also die haben die 280 PS Serienleistung gehabt. Also theoretisch müssten wir jetzt so lassen. Aber wir spielen Forza und da fühlt sich Serienleistung halt auch so geil, das sein kann, scheiße an. Ich bin hier in Goodwood gefahren, Beifahrer gewesen im Rallye-Car. Der Subaru hatte auch 280 PS, der hatte sogar nur 260 und hat sich fucking schnell angefühlt. Aber hier im Spiel sind 280 PS halt gefühlt so, ja, sowas würde ich maximal zum Einkaufen fahren nutzen, weil das ist zu untermutig. So ungefähr kommt das hier rüber. Boah, haben wir überhaupt S1? Ja, ist ja egal, die KI passt sich ja eh an mich an, ne? Ich kann ruhig in jede Klasse reinböllern, das ist eigentlich egal. So, jetzt sind wir schon S1, großer Turbo drauf. Ein bisschen bessere Nockenwellen. Auspuff. Und Luftfilter. Rest machen wir nicht. Rest passt so. Okay, sehr gut. Unser Subaru ist fertig. Jetzt braucht unser, ich nenne ihn jetzt mal Blueberry, unser Blueberry, braucht jetzt noch ein fettes Design. Weil, ja, jetzt ist ja nur Rallye Design optisch. Wir brauchen auch noch Rallye Design. Also ich muss auch noch Getriebe anpassen. Nicht, dass wir hier gleich mit keiner, einer scheiß Getriebesetzung fahren. Oh. Jetzt habe ich das Problem. Fahre ich ein Subaru Design? Oder fahre ich ein Oldschool Ken Block Design, was ultras geil wäre, weil, wer nicht weiß, vor Ford hat Ken Block mit Subaru zusammengearbeitet. Also, die ersten Gymkhanas waren nämlich mit so einem SDI Hatchback zum Beispiel. Oh, das wäre auch geil. Und dann haben wir Tanner Faust, glaube ich, müsste es sein. Ne, das hier oben ist Tanner Faust. Ne, Travis Pastrana. Okay, dann. Ne, der ist der Kollege nochmal. Er ist auf jeden Fall auch ein GST-Fahrzeug. Fast and Furious haben wir natürlich auch. Ich pack das mal drauf, weil es sieht an sich von den Farben, glaube ich, am realistischsten aus. Das andere ist, glaube ich, ein bisschen zu knallig. Ich finde das Ken-Block-Design nämlich geil. Und damals war ich auch übelst, also ich bin immer noch mega Ken-Block-Fan. Ich finde, ich verehre den Mann immer noch für seine Art und Weise. Aber damals hatte ich auch Schuhe von dem. Ken-Block-Schuhe. Also, was eigentlich mit dem, was ist mit dem, wie soll ich denn die, wie hat er, ach Gottes Namen, wie hat er sich das denn mit den Stickern an der Front vorgestellt? Ich meine das jetzt mal ernst. Also es gibt ja gar keine anderen Stoßstangen, wo die passen würden.
Ich suche nochmal. Jetzt suchen wir wieder mal selber. Beschreibung. Warte kurz. Tastatur. Can Block. So. Suchen wir mal. Ob es da was Schönes gibt. Der hat nämlich diesen komischen Sticker vorne dran. Der hat das Problem ist, der ist zu weit oben. Seht ihr? Ja, Polizist, die haben alle keine. Oh, alle keine Bewertung. Ist doch kacke. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht. Ich pack das mal drauf. Gucken wir mal. Stimmt, der hatte die 6-speichige Felgen drauf, ne? Ja, egal, ich glaube, wir bleiben trotzdem bei den originalen Superaufhängen. Ich finde, die wirken Rallye-mäßiger. Dementsprechend. So, schauen wir mal kurz, ob das jetzt passt soweit. Lalala, wird gespeichert, dankeschön. So. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus, ja. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Dann machen wir auch Folgendes. So. Dann fahren wir wenigstens komplett so, wie es gehört. Oh, warte, muss ich nochmal... Ach, verdammt, falsche Taste. Nummernschild. Das, so. So, und jetzt fahren wir das finale Rennen. Ja, ich muss Getriebe noch anpassen. Das kann ich jetzt auch noch machen, Gott sei Dank. Getriebe noch anpassen. Weil der Kollege muss noch ein wenig Leistung bekommen. Also nicht Leistung, sondern ein wenig Top Speed. Weil sonst werden wir hier nämlich hier und nachher auf den Sack kriegen. Weil ich glaube, das Ding wird nämlich teilweise relativ schnell werden. Und dementsprechend wollen wir natürlich alles mitnehmen, was wir kriegen können. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und wir wollen das Ding ja auch immerhin gewinnen. Wir wollen das Ding ja immerhin auch gewinnen. Übersetzung. Trauer 10 fährt das schon. Ja, wir machen ein bisschen mehr noch, aber es brauchen gar nicht so viel mehr. Mir geht eh nicht viel mehr, egal. Schade ist, was ich ja gerne als Konkurrentfahrzeug gewählt hätte für The Gauntlet, wäre ja Mitsubishi. Aber wer nicht weiß, die Jungs hatten keine Eier und hatten keinen Bock auf Forza. Es gibt kein Mitsubishi in Forza Horizon 4. Das ist ziemlich scheiße. So. Ist mittlerweile so gewöhnt, dass ich in den Folgen trinke. Aber ich brauche mein Energy. So, Modern Rally. Wir machen uns wieder selber eine Klasse, weil dann fährt wesentlich KI auch all das, was ich möchte. Darum geht es mir gerade einfach nur. Theoretisch könnten wir auch nochmal einfach... obwohl, ne, alle Rallycars reinpacken ist dumm. Das Geile ist, moderne Rallycars sind nur ein Ford und sonst nur Subarus. Warum? Weil Mitsubishi weg ist. Hier ist er. Da ist der Blob-Eye. Ich will den haben. Fick das Spiel. Mal gucken, wir müssen noch irgendwie andere Autos reinbringen. Das ist ja sonst langweilig. Aber Problem ist, wir könnten aber Subaru Rally einfach machen. Retro Rally Autos und Co., die sind halt alle viel stärker. Wir sind gerade mal auf dem S1844. Obwohl, nee, geht sogar noch. Wir könnten eine schöne Auswahl machen. Krass, 844 sind wir ja gar nicht so schwach, merke ich gerade. Dann nehmen wir einen alten Audi Quadro und Escort fährt mit. RS darf mitfahren. Delta, ein alter, kann mitfahren. Manta nehmen wir euch auch mal mit rein. Ich hoffe, ich mache mir jetzt gerade nicht selber das Rennen schwer. Ich habe nämlich das blöde Gefühl, dass ich gleich voll auf den Sack kriegen werde von irgendjemandem. Renault 5 Turbo. Die Forza Edition nicht, weil der ist zu stark. Dann. Der Hatchback muss ja rein, weil den fahre ich ja immerhin. Nehmen wir aber auch noch den 22B. Ne, der ist zu stark. Den lassen wir weg. Also ich glaube, ja komm, nehmen wir rein, egal. Ja, komm, reicht so. Ist eine schöne Fahrzeugauswahl. Eieiei, die Strecke ist hardcore. Die Strecke ist hardcore. Und wie gesagt, wir wollen sie gewinnen. Das ist zumindest mein Ziel. So, das letzte Rennen, das Goliath, haben wir im ersten Versuch gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie schwer das jetzt ist. Ich bin das hier noch gar nicht gefahren. Das Goliath bin ich jetzt zumindest mal gefahren. Aber diese Gauntlet, was wir ja wirklich schon ewig frei haben, wir haben es ja wirklich schon ewig frei, habe ich mir jetzt halt die ganze Zeit aufgehoben, dass wir alle Rennen erst fertig haben. Ja, dann wollen wir mal. Ab geht die Party. The Gauntlet. Das finale Rennen in der Offroad-Meisterschaft, in der Dirt-Meisterschaft. So, dann gucken wir mal. Subaru geht schon mal nicht verkehrt ab, er geht schon mal gut voran. Also er hat schon mal genug Leistung, haben wir. Genug Leistung ist auf jeden Fall vorhanden. Fahrwerk und Felgen und Reifen sind auch schon mal gut gewählt. Ich merke, dass ich auch hier auf dem Schotter relativ viel Grip habe. Was ich doch sehr gut finde. Ob überhaupt ein moderner Subaru dabei, weil ich sehe gerade nur den 2000B, RS und den Cosmo da rumjagen. Ah ne, da vorne ist ein Hatchback. Okay, die modernen Subis sind vorne. Okay, wir kommen momentan sehr, sehr gut durchs Feld. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das Coole ist, bei so Autorennen halt keine Autobahnabschnitte gibt, wo jemand mit 400 Sachen wegfliegen kann. Das ist ganz angenehm. Da kannst du halt überall nochmal rankommen und dich in Kurven reinbremsen.
Ich muss sagen, der Hatchback fährt sich sehr angenehm in unserem Setup. Also Fahrwerk und Greifen passen bei dem echt gut. Hat auch echt gut Bums, also er zieht echt sehr, sehr sauber aus Kurven raus. Du merkst halt überhaupt, also fühlt sich auf jeden Fall nicht untermotorisiert an. Und wir haben trotzdem Asphalt, Vollgas abschließen. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Da fahre ich ein Dirt-Rennen und ich fahre trotzdem Vollgas auf. Ach Gottes Namen, Alter. Ich werde nicht mehr. Ich glaube, ich bin jetzt hier ein bisschen nah dran. Ich fahre zwar über 300, aber der 22 B ist ja trotzdem so stark. So, wir haben noch nicht mal ein Viertel rum. Alles super. Noch sind wir immer noch locker beim Rennen dabei. Ich denke mal, die Dirt-Rennen dürfen so ein Thema sein, wo man wirklich mit der KI mithalten kann, weil die ist manchmal bei manchen Kurven relativ langsam und da ist man als Spieler meist zügiger. So, einmal hier geht es gerade schön durch den Offroad-Park. Und man sieht, ich bin ja schon dran. Also die ersten drei hängen mich ja nicht ab, das ist gut. Ja, ich bin mal jetzt kacke, weil ich gerade doppelt aufgesetzt bin und ich komplett drüber fliegen konnte. Ja, da ist wenig, ich jetzt schon dran. Da geht schon auf die Podiumsplatzierung jetzt, liebe Leute. So, Podium haben wir schon mal. Wir haben noch nicht mal ein Viertel des Rennens rum. Also, das dürfte, wenn alles gut geht, für den Sieg reichen. Ja, wenn man sich nicht total dumm anstellt. Subi fährt sich nebenbei saugeil. Also, Hatchback fährt sich ultras angenehm. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich hätte Bock drauf, wenn die noch alte Subaru Rallycars reinbringen würden. Also, neben dem aktuellen WXST wieder auch noch ein altes Rallycar reinbringen. Das wäre super geil. Mega hart feiern. Oh, die Kurve habe ich jetzt mal richtig abgefuckt. Und wir haben natürlich trotzdem wieder Asphaltabschnitte. Das gibt's ja gar nicht, Alter, ey. Das reicht, die killen mir, brechen mir jedes Mal das Genick. Ey, keine Chance, noch kriege ich die Kurve niemals. Warum kann man nicht bei Dirt-Rennen nur Dirt fahren? Alter, selbe Scheiße nochmal fabrizieren, das gibt's ja gar nicht, ey. Das ist schon besser. So, jetzt geht glaube ich auch wieder Offroad. Nein, vergesst meine Aussage, ich sag einfach gar nichts mehr. Die Dirt-Rennserie mehr zum Straßenrennen. Ah, jetzt gibt's ja auch mal, danke schön. Ich würde sagen, mehr zum Straßenrennen wird das als andere. Muss da irgendwie mal rankommen, ey. Das gibt's ja nicht. Also, voll der 22 B wird halt ein Thema, weil der wird ist nämlich echt zügig an sich. Der ist ja auch wirklich schnell. Wir sind ja selber schon gefahren. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Auto hier im Spiel. Ist ja auch der beliebteste Subi überhaupt, den man so. Weil neben dem Blobby. Weil 22 B ist halt so, wenn man Subaru-Fan ist, ist der 22 B, glaube ich, so der Subaru, den man am liebsten hätte. Preistechnisch muss ich natürlich lieber drüber nachdenken. Dafür sind es auch zu selten. Und danach kommt halt natürlich dann der Blobby. Obwohl ich mittlerweile auch mega Fan des Hawkeye bin, weil ich finde, der Hawkeye hat halt den Vorteil, dass er auch nach Jahren immer noch am jüngsten wirkt. Durch die Front hat er halt unglaublich moderne Optik, die der Blobeye halt aus meiner Sicht nicht so ganz hat. Also er sieht halt sehr zahm im Vergleich aus. So, der ist zumindest schon mal auf 2 vor. Bin ich auch noch nie lang gefahren. Auch interessant. Hoppa. Jetzt haben wir ein ganz gut langes Rennen, muss ich sagen. Wir sind jetzt gleich bei der Hälfte ungefähr. Also gleich erst. Oh, jetzt kommt wieder ein Vollgasabschnitt. Nicht geil. Ich will mal kurz hier ein bisschen mal mich breit machen. Ja, ich habe ja gesagt, jetzt 22B wird noch eine Nummer. Also, der wird gar nicht so einfach für die anderen. Und mein Setup ist natürlich überhaupt nicht für diese Straßen ausgelegt. Also, ich hab hier zwar Grip, aber natürlich nicht so viel jetzt Rennreifen drauf. Den Offroad-Reifen natürlich. Offroad-Anteil natürlich eher mein Metier. Ich hoffe schon, wenn wir gleich mal wieder drauf abbiegen. Irgendwann mal. Weil ich sonst gleich nicht mehr an den 22B rankommen werde, weil ich mich gerade wieder alle abziehen hier auf.
Dieses Weggeramme. Ich hab halt keinen Grip hier, ich rutsch halt wie Sau, weil die Reifen nicht dafür gemacht sind. Könnten wir jetzt auch mal wieder in den Offroad-Abschnitt kommen, was soll das denn hier? Es ist Gorn, dass die Reifen halt einfach nur Asphalt-Etappe, ey, was ne Kacke. Weil wenn wir jetzt nicht langsam mal irgendwie wieder auf was Offroad kommen, wird der 22B da vorne nämlich schön sein Rennen machen, weil die kriege ich jetzt bald nicht mehr. Das habe ich das Problem, dass die Karre halt ultra ins Rutschen kommt. Ich finde keinen Grip mit den Reifen hier. Bloß ich muss die ganze Zeit nach hinten verteidigen, weil die KI halt echt wirklich schnell ist. Das gibt's ja nicht, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße gerade? Also das regt mich gerade wirklich auf, das Rennen gefällt mir jetzt gerade, am Anfang hat es mir echt gut gefallen, aber dass wir jetzt hier nur noch Asphalt hacken, ist halt echt für'n Arsch. Aber wie gesagt, der Subi, der hat einfach gar keinen Bock drauf. Also nicht mit dem Setup, wie ich ihn fahre. Ja, da wäre ich mit dem Asphalt-Setup, glaube ich, echt sogar besser unterwegs gewesen. Komm schon. Ich fahr das Ding gerade voll am Limit, ey. Aber ich komm nicht ran, ey. Der 22B macht da vorne jetzt gerade sein Ding. Das ist schon wieder kacke, ey. Wenn du einen KI-Fahrer mal alleine lässt, ne? Wir fahren jetzt locker seit 30% nur noch Asphalt, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das war ich nämlich gerade bis konzentriert, aber ich muss hier irgendwie noch an den Jungen rankommen. Das wird gar nicht so einfach. Weil der ja auch nicht so wirklich vom Gas gehen mag. Oh, komm schon, jetzt nimm noch ein bisschen das Gas raus. Ich bin hier gerade schon wirklich am Vollgas hacken die letzten Meter, ey. Puh. Volle Konzentration auf den letzten Metern. Ach, Wasser zu tief. Oh, das gibt's nicht, Alter. Ah, ich kann hier vorbei. Wird das ein Fotofinish? Ey, das Ziel ist nämlich nie mehr weit entfernt. Ich muss gerade gucken, wie ich das hier vernünftig meister. Ich hier reinfahre. Ja, ich muss jetzt hier gucken, dass ich das vernünftig kombiniere. Ah, die Bodenwelle hier, ne? Die setzt mich nochmal mit dem Heck weg in die andere Richtung. Das darfst du nicht, weil da komme ich nämlich nicht in die Kurve rein. Die genau wieder. Ah, dass der da im Drift mich halt wegkickt. Boah, ich überlege gerade, ob ich das irgendwie hier von Ziel noch kurz wenden kann. Ich versuche es gerade irgendwie noch zu drehen, weil ich eigentlich nicht noch Bock habe, einen zweiten Versuch zu machen.
Weil das Problem ist, ich hab's gesehen, auf dem Offroad-Abschnitt bin ich wirklich schneller. Da bin ich wirklich sauschnell. Problem ist, der Subaru geht auf alles Asphalt halt gar nicht, weil das Fahrwerk ist halt viel zu butterweich dafür. Die Reifen haben halt nicht den Grip, den sie bräuchten. Ist halt an sich für den Arsch. Ich bin hier... Wie komme ich daneben ihn? Ich habe Überschuss, aber ich komme nicht an ihn vorbei, ist das Problem. Ausdruck auch nicht, weil ab da wird ja wieder schnell, der 22B ist das Problem. Oh Mann, ey, ich will jetzt nicht jetzt nochmal neu starten. Wegen dem Kack-Asphaltabschnitt, Alter. Das fuckt mich echt ab, dass die Strecke der Hälfte Asphalt ist. Total beknackt gehört. Ich komme nicht vorbei. Wir geben es auf, das wird nichts. Ich habe keine Chance, hier noch zu überholen am Ende. Ha, doch. Sorry, dass wir das ganz zurückgespult haben, aber ihr versteht sicher, dass ich das jetzt nicht noch ein zweites Mal unbedingt fahren will. Weil ihr dasselbe Rennen nochmal weg gesehen hättet. Also, bisher haben mir alle Strecken gut gefallen, obwohl bei allen habe ich was zu meckern gehabt. Bei allen habe ich gemeint, dass zu viele Vollgasabschnitte drin sind. Das geht jetzt hier. Hier ist meiner Meinung nach, ist es zu viel Asphalt. Weil das Problem ist, wenn ich für Dirt mir eine Karre aufbaue, dann gehe ich mit der Einstellung ran. Okay, ich fahre Dirt, ich werde ein Offroad-Fahrwerk, Offroad-Reifen draufpacken. Aber wenn ich dann zu 20-30% nur noch Asphalt baller, dann bin ich halt damit aufgeschmissen, weil die Karre rutscht und schmirgelt überall hin, aber nicht da, wo sie hin sollen. Offroad habt ihr ja gesehen, liegt das Ding wie ein Traum. Da kannst du das durch die Wiese hacken wie ein Geisteskranker. Deswegen nimmst du ja nicht übel, dass ich jetzt gerade 50 Mal zurückgespult habe, aber ich hatte jetzt echt keinen Bock, das nochmal nur wegen dem Kackasphaltischen neu zu starten. So. Alle haben es geschafft. Geht doch. Sehr, sehr schön. Wieder einer ins Gras gibt es. Ach, schöne Phrase. So. Jetzt gucken wir mal, was es noch Schönes zu gewinnen gibt. Komm, ich gebe mir noch irgendwas Geiles dafür. Ja, 125.000 PS nehme ich gerne. Die nehmen wir sehr, sehr gerne an. Die nehme ich sehr gerne an. Und da ich jetzt nicht heute so viel Zeit habe, werde ich, glaube ich, jetzt schon sagen, wir enden die Folge. Wir machen kurz noch ein paar Punkte in Subaru-Rennen, einfach was können. Einfach, weil wir den noch ein bisschen geupgradet haben wollen. Einfach, weil wir was können. Deswegen machen wir das auch noch schnell. Machen wir nächstes Mal, ich denke mal, mit der British Racing Green Story weiter, weil die ist auch noch aktuell auf der Karte. Die müssen wir noch machen. Die ist neu reingekommen. Wir müssen natürlich auch noch die anderen. Das muss ich hier Stuntfahrer ein bisschen noch weitermachen. Unbedingt, da bin ich ja noch gar nicht viel weiter. Das müssen wir auch noch mal hier, nicht das hier. Das müssen wir noch machen. Da schauen wir auf jeden Fall rein. Und natürlich, was jetzt noch ansteht, weil wir haben ja jetzt Dirt Rennen Serie alles abgeschlossen, wie ihr seht. Auch alles fertig. Content-Rennen verfügbar? Was? Hä? Warum ist das Content jetzt verfügbar? Ich hab's so abgeschlossen. Warte mal. Muss ich wirklich die eine Klasse fahren, die das Spiel vorschreibt? Obwohl, nee, ist es nicht. Nee. Hä? Okay, Modern Rally, das wäre jetzt die Klasse, die ich fahre. Ich kann auch meine Klasse selbst zusammenstellen, das kann dem Spiel doch egal sein, oder muss ich die nehmen? Muss ich wirklich die Veranstaltung fahren? War das wirklich so? Ich bin mir sicher, mussten wir die fertiggestellte Veranstaltung fahren? Ich glaube nicht, oder? Nee. Goliath, boah, ich bin mir nicht sicher. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, muss ich bei dem Gauntlet wirklich die... Genau die Veranstaltung fahren, die ihr mir vorstellt, fahre ich jetzt in Subaru, muss ich dann wirklich Modern Rally fahren? Wenn ja, bitte mal unten in die Kommentare reinschreiben, dann fahre ich das offscreen nochmal, wir sind ja jetzt gefahren. Aber bitte mal reinschreiben. Ich habe gedacht, ich dürfte mir selber komplett bestimmen, wie ich es fahren will. Aber anscheinend nicht, weil sonst ging es ja auch mit den Fanrennen, dass ich mir die bestimmen kann, wie ich Bock habe. Komisch, dass ich hier nicht durfte. Oder ob es ein Bug ist. Wie gesagt, schreibt mal gerne unten rein, das würde mich jetzt mal interessieren, weil das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen sehr, weil ich nicht weiß, woran es liegt. So, Gravel 1 ist das nächste, was wir dann noch haben müssen. Die Titanen haben wir ja auch noch frei. Dann haben wir noch, wie viele Rennen haben wir noch? 1, 2, 3, 4, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. 5, ja, da haben wir noch einiges zu tun. Aber, da will ich aber trotzdem erstmal raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da und dann sehen wir uns in der Kunde-Folge wieder. Bis dann. Tschö, tschö.